Ich möchte ein Spiel spielen. Das Spiel beginnt. Jo Leute, herzlich willkommen zu Salt and Sanctuary. Na, ich bin jetzt hier im letzten Teil meiner großen Aufnahmesession, die ich live mache. Ich mache ja hier ein bisschen Live-Aufnahmen. Dementsprechend ist unten auch ein Feld für Chatnachrichten, falls eine reinkommt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt uns hier in der letzten halben Stunde noch eine begegnen wird. Ist auch nicht so dramatisch. Mir ist nur wichtig, dass die Möglichkeit dazu besteht, auch etwas zu äußern, wenn ihr Bock habt. So, wir haben es letzte Mal jetzt geschafft, einen Sprungtrick auszuführen, der uns dazu gebracht hat, große Schätze zu erwerben. Aber so genau, wo wir hin müssen, wissen wir noch nicht. Wir haben herausgefunden, dass es hier eine Menge Geheimgänge gab. Ich bin hier mit einem Schiff rübergefahren und komme dann durch einen Geheimgang durch, der mich irgendwo rausgebracht hat, wo wir vor ein paar Folgen waren. Also dieser Levelzusammenbau, Levelaufbau, wie das alles zusammenhängt, ist für mich hier eine absolutes Rätsel. Und deswegen versuche ich auch gar nicht so genau drüber nachzudenken und einfach nur meinen Weg hier durchzufinden. Und hoffe, dass ich einfach weiterkomme. Ja. So. Nee, Moment mal. Jetzt muss ich... Nee, hier komme ich immer noch nicht durch diese Dinger da. Jetzt muss ich diesen... wo war das denn? Das muss doch hier gewesen sein irgendwo. Ja doch, hier. Genau. Hier. Hier sind wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal sind wir hier weitergegangen und ich hatte Panik, dass ich nicht genug Fackeln habe. Wenn ihr mal unten links hinschaut in meine Fackelanzeige, ich habe 23 Fackeln jetzt. Ich wusste nicht, dass man Fackeln einfach so kaufen kann. Naja, ich habe noch nie einen Bedarf dafür gehabt und bin halt hier rumgelaufen mit zwei Fackeln und denk so, ja scheiße, wenn die jetzt ausbrennen, dann habe ich gar keine Fackeln mehr. Und dann habe ich entdeckt, naja, ist kein Problem, so eine Fackel kostet 50 Goldstücke und man kann die so viel kaufen, wie man will. Wäre ja auch Blödsinn, weil man braucht diese Fackeln. Weil hier, man sieht hier halt gar nichts. Und man kann nur mit den Fackeln verschiedene Wege halt öffnen. Ja. Deswegen war mir eigentlich schon bewusst, also ich habe mir schon gedacht, dass wenn man die Fackeln kaufen muss, können muss, weil sonst könnte man ja in eine Sackgasse kommen, aus der man nicht mehr rauskommt, weil man einfach nicht mehr in der Lage ist, irgendwelche Wege zu gehen. Okay, aufpassen. Eine herzhafte Rolle essen. Oh, das ist krass, da wird es immer dunkel, wenn man isst. Weil man ja die Fackel aus der Hand legen muss. Okay, der hat sich gelohnt. Das war... Da sind wir schon ein paar Mal dran gestorben. Aber ich denke mal auch... Oder hauptsächlich daran, weil ich halt auch Panik hatte, dass... dass die Fackel ausgeht, weil ich halt nur noch so eine halbe Fackelladung hatte. Oh, da ist eine Falle. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich wollte den Gegner in die Falle locken. Dass der Gegner mich jetzt unverschämterweise in die Falle gekloppt hat, dafür kann ich nichts. Das ist eure Schuld. So. Uiuiui.
Na komm. Ja. Leider fallen die Gegner hier offensichtlich nicht so schön runter wie bei Dark Souls. Der bleibt halt echt am... Ah! Sehr gut. Aber gut. Ey, der ist runtergefallen. Aber wir wissen, dass da unten der Tod ist. Wir haben nämlich die Seelen bekommen. Das heißt, ich brauche da gar nicht gucken, was da los ist. Ne? Das ist zum Beispiel was hier, ne? Diese Laserbrücken, die könnte ich zum Beispiel ohne Fackel gar nicht überbrücken. So, jetzt sind wir wieder in Helgas Cavern. Das ist nämlich... Das ist eine, wo wir schon mal waren, aber wahrscheinlich ist das jetzt hier ein anderer Abschnitt davon. Nee, jetzt bin ich doch wieder hier. Hier sind wir einmal von oben gekommen. Geht das jetzt hier weiter? Ich meine, ich muss ja immer überlegen, was will mir das Spiel jetzt sagen? Und es könnte sein, dass es einfach jetzt hier weitergeht, weil ich jetzt irgendwas bekommen habe. Ich habe ja ein Brandmal bekommen nach einem Boss, das mich vielleicht jetzt hier unten irgendwo weiterführt, wo ich damals nicht lang gekommen bin. Werden wir gleich herausfinden. So, da, wenn ich jetzt da hochgehe an dem Schiff. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Mach die Fackel mal an, weil es kann sein, dass ich jetzt hier irgendwas... Ja. Oh. Da hat man die Schwerter so gesehen. So leuchten sie. Hier ist auch jetzt wieder dieser andere Bereich. Warum führt mich das? Wieso komme ich denn... Ich gehe immer weiter und weiter und komme dann hier ganz unten raus. Guckt mal, hier drüben ist doch auch noch was. Das sind Gegner und das sind Schätze. Bist du verrückt? Oh, die ist ja, das ist ja wie so eine Queen of Smiles in klein. Weil ich kann mich daran erinnern, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir waren hier in der Höhle, haben wie gesagt hier ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt, ich habe viele Sachen eingesammelt, viele Gegenstände, die so rumlagen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, ach, hier kommt man doch noch nicht weiter. Und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie hier weitergeht. Eieiei. Ich dachte jetzt gerade für eine Sekunde, ich kann mich vielleicht hier an diesem Stalaktiten da irgendwie festhalten. Aber nein. Kellerschlüssel benutzt. Okay. Aber hier komme ich trotzdem nicht weiter. Hier waren wir also noch nicht, weil der Kellerschlüssel habe ich doch schon länger. Gefällt dir dieses Video? Dann teile es doch bitte auch YouTube mit, denn nur wenn du dieses Video likest oder einen Kommentar dazu schreibst, weiß YouTube, dass dir dieses Video gefällt und dass es auch anderen Leuten gefallen könnte und schlägt es auch nur dann anderen Leuten vor. Dementsprechend ist es super wichtig, dass du jedes Video, das dir gefällt, egal ob es bei mir ist oder bei anderen, likest und einen Kommentar da lässt. Selbst wenn du nur schreibst, hallo, danke für das Video. Ich freue mich auf deinen Kommentar. So,
Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger. Das liegt einfach daran, weil ich mich hier echt nicht verlaufen will. Gerade, ich bin echt am überlegen. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht. Ach nee. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ach, genau, das wollte ich doch nicht. Das ist immer so ein Problem hier. Dadurch, dass einfach so viele Wege hier offen stehen, dann geht man und geht und geht und weiß am Ende nicht mehr, wie man da hingekommen ist. Die Gefahr besteht hier immer, deswegen muss ich echt, oh, echt aufpassen. Genau, aber ich habe jetzt hier, genau, hier ist jetzt ein Amulett. Und fügt Blitzschaden hinzu. Entzieht Feinden Fokus, entzieht Feinden Hitpoints. Mit Angriffskraft. Ach, wisst ihr was? Ich mache mal einen Blitzschaden dran. Warum nicht? Was mich nur gerade stutzig macht, ist, ich habe das Gefühl, es ist ja auch so, wir sind in einem neuen Bereich der Höhle, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Ich weiß aber nicht warum. Ob ich das nur übersehen habe, das letzte Mal, wo wir hier waren, oder ob ich jetzt irgendwas freigeschaltet habe, eine Möglichkeit da lang zu gehen, das ich aber jetzt gerade irgendwie nicht verstehe. Hier ist jetzt wieder abgeschlossen. Scheiße, diese ganzen Türen und so. Ich bin immer nur am Hoffen, dass die diese ganzen Sachen mit diesen Türen und so hauptsächlich halt Shortcuts oder also so Abkürzungen oder so kleine Secrets sind mit irgendwelchen Gegenständen oder sowas, die man jetzt vielleicht auch nicht so hundertprozentig braucht. Aber hier die Tür haben wir jetzt schon geöffnet, aber hier kommen wir nicht rein. Na, deswegen denke ich mal, vielleicht geht's hier weiter. Ey, hier war ich doch definitiv noch nicht. Und hier geht's jetzt auch noch mal hoch. Ich glaube, dass das jetzt hier... Ja, das ist jetzt einfach nur so ein kleiner Secret. Nee, doch nicht. Also es ist auf jeden Fall ist es ein Levelabschnitt. Ich finde das ja schon schön, ne, dass ich jetzt da diesen Blitzschaden mache. Dass da die Gegner immer nochmal so einen Druck auf die Ohren kriegen. Aha. Kann ich hier wieder runtergehen? Okay, jetzt habe ich da hinten den Weg gefunden. Jetzt muss ich nur dieses Ding wiederfinden. Hier doch nicht, oder?
hier kommt man doch nicht mehr hoch. Aber gucken schadet ja nicht. Ich bin hier irgendwann mal runtergefallen und dann war ich hier auf diesem Schiff. Okay, gut. War hier unten? Ja, okay. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, hier ist das Heiligtum. Ja, Leute, es tut mir leid, wenn das jetzt an manchen Stellen nicht so unterhaltsam ist. Aber ich muss hier echt gerade mich ein bisschen zusammenreißen, was so die Orientierung angeht. Ich muss nämlich jetzt den Weg finden wieder zu diesem Obelisken, der mich jetzt hier durch die Gegend gescheucht hat. Ich glaube, dass ich jetzt hier aber auf dem falschen Weg bin, aber glauben heißt nicht wissen. Genau, hier ist die Tür, die zu ist. Da ist wahrscheinlich nur so ein cooles Item. Dafür braucht man irgendwie einen Quest oder so. Und dann findet man da dann irgendwie so ein Drachenschwert oder sowas. Genau, ne, hier ist auf jeden Fall nichts. Okay, da oben ist auf jeden Fall nochmal irgendwas. Ein Hebel. Okay, cool, genau. Hier, jetzt kommt dieser Scheiß. Ach. Ring der Brillanz. Ja, das ist einfach nur, das ist ja alles schön und gut. Hier die ganzen Ringe und so. Erleuchtet die Umgebung. Ah ja. Okay. Was jetzt aber hier das erste Mal jetzt passiert ist, seit wir Salt and Sanctuary spielen, ist, dass ich mich verlaufen habe, mehr oder weniger, beziehungsweise nicht weiß, wo es weitergeht. Das war bis jetzt relativ klar. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hier in diese Halle der Augen rein. Vielleicht habe ich ja jetzt hier irgendwas freigeschaltet. Oh. Ich dachte, ich hätte sie alle. Habe ich sie noch alle? Ne, ich habe sie nicht mehr alle. Ach Leute, ich will doch nur so schnell den Ring anziehen. Das sieht so aus, als ob man da hoch könnte, aber man kann nicht da hoch. Ach, guck mal, was ist das denn? Ach so, ne. War nur von den Spinnen. Aber eine Tür, ja, die habe ich wahrscheinlich irgendwann schon vor Ewigkeiten freigeschaltet. Ah. Eine Falle. Hier oben den Raum haben wir schon gelootet. Das ist halt auch immer
guter Ansatzpunkt, wenn halt Gegenstände noch da sind, dann weiß man, aha, hier war ich noch nicht. Und hier liegt auch, das hier ist so ein Säckchen, hier waren wir auf jeden Fall schon. Was ist das denn? So. Der Ernter kehrt zurück. Ja, wie läuft's? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Was ist das denn da? Das sieht auch so aus wie so ein Ding, das man irgendwie nutzen kann, wenn man den richtigen Brandmal hat, wie so ein Transportsystem oder so. Bin halt jetzt echt am Überlegen, weil dieser andere Weg führt mich halt wieder zur Höhle. Ja? Und da ging es ja auch jetzt ein gutes Stück weiter, aber das war anscheinend nur so, was ich übersehen hatte damals. Nee, Moment, hier wollte ich nicht hin. Lauf ich dahin, wo ich schon war, wieder. Hier ist diese Höhle. Okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich hier einen Gegner besiegt habe. Muss ja auch nicht sein, dass in jeder Region immer ein Gegner ist. Aber wer weiß, ne? Was ist denn hier? Ah. Aha! Rolle, dann springen. Sind wir von hier gekommen? Ich glaube, wir sind von hier gekommen. Ich habe es wieder vergessen. Ey, da hinten war ja, ich spring mal hier runter. Okay, gut. da hinten war ja ein Heiligtum. Dementsprechend konnte ich das jetzt ja hier gut ausprobieren. Weil manchmal, das ist halt dann auch sowas, ne? Dann denkt man so, ja, da kann ich nicht runter, da ist ja gefährlich. Und dann ist es gar nicht gefährlich. Wo ist... Es gibt... Das ist mein Problem. Es gibt safe irgendwo noch... so ein Teil, Bereich, wo man durch, noch über Wolken gehen kann oder so. Die Frage ist halt, ob das dann da auch weitergeht. Ja, hier waren wir schon. Das kann ich... Guck mal! Das kann ich jetzt in der Luft machen! Das heißt, ich kann weiter springen! Geht das nur, wenn ich die Fackel in der Hand habe? Ich glaube, das geht immer. Hier hinten kommt jetzt dieser Bossgegner. Heißt das, Moment. Ja gut, jetzt muss ich... Vielleicht ist das da die Möglichkeit, dann weiterzukommen. Ich dachte, ich kann nur so von Wänden abspringen. Das wird neu sein. Muss ja neu sein. Wie weit man jetzt springen kann.
Okay, das verändert natürlich jetzt einiges. Ich weiß jetzt aber nicht. Doch, doch, doch! Okay, wo war das? Scheiße, wo war das? Okay. Das ist nicht schlimm, dass ich jetzt nicht weiß, wo das war. Das finde ich. Da war ein Wald. Das ist, weiß ich noch. Und da war so ein Übergang. Vielleicht kann ich darüber springen. Da kann ich jetzt wahrscheinlich rüberspringen. Lasst mich! Lasst mich! Ich finde mich nie wieder zurück. Ach, Leute. Aber ich erinnere mich daran. Es war dieser Wald. Der muss ja dann. Der muss ja dann logischerweise. Ne, hier nicht. Hier geht's zurück. Oh nein. Okay, Leute. Machen wir einen Break an der Stelle. Aber das ist auf jeden Fall der nächste Anlaufpunkt. Ich muss zu diesem Wald, wo man da über diese Schlucht springen konnte. Da habe ich ja zum Glück hier alles aufgenommen und da kann ich das dann auch nochmal nachgucken, wo dieser Wald war, oder kann es dann auch nochmal googeln. Aber ich glaube, da muss ich weiter, weil da waren zwei so Stege und da konnte man logischerweise nicht drüber springen. Aber jetzt kann ich das ja. Ne? Und auch ohne Fackel. Und das ist auf jeden Fall neu, dass ich jetzt hier so einen Sprung habe. Okay, alles klar, Leute. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine Erkenntnis gehabt und wir wissen, wo es das nächste Mal vermutlich weitergeht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bleibt meinem Kanal gerne treu und lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer.